Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Was hat er genommen? Kingsguard? Sieht so aus. Wir nehmen mal wieder die Burg. Welcome to Nova. Oh, Gargoyles stark natürlich. Aber wir können auch das machen. Das ist auch eine gute Kombination. Wir können auch das machen. Schwierig, ne? Ich glaube, wir machen es so. Wir machen es so. Arkane Verteidigung habe ich genug. Ärgerlich durch die Schnecke. Schicke auch eine Schnecke mal mit rein. Für den Eidbrecher. Also gegen Magic Waves habe ich eine gute Verteidigung. Da hat die finale Form draus gemacht, ne? Ja. Nee, ich mach das so. Wir müssen noch die arkane Verteidigung aufbauen. Gerade so gehalten. Machen wir ein Upgrade. Weiter upgraden. Na, 4 Leben hat er nicht mehr gehabt.
Wobei ich hebe lieber was für die 6 auf. Dass ich auf der 6 was schicken kann. Ich glaube, ich brauche hinter die Pegasus, also geweihte Rösser, Pegasus. Damit die Atome auch überleben. Und dann können wir hier den Crawl platzieren. Der sorgt dann dafür, dass die geweihten Rösser noch stärker sind. Jetzt machen wir es mal so. Der könnte gut dauern gehen, aber finale Form ist schon mal super stark. Ja, reicht nicht. Das ist ein guter League. Sehr stark. Sehr gut. Zwei Wurzelquallen. Noch mehr Atome. Zweite Schnecke mit raus. FBI Open Door. Double Brood und Probo. Hm. 160 schon starker Send. Durch Healing Bomb davor quetschen. Okay. Ein geweihtes Ross steht schon mal. Das ist sehr wichtig. Ja, Heldenauer können wir noch machen. Titan ist nicht so sinnvoll. Tino rein. Sehr schön. Kleiner Vorteil für uns. Brauche ich. Hier können wir natürlich die Nimbus platzieren.
my way. Oh, er hat noch einen Albtraum. Albtraum mit platziert. Und Metzger. Holy shit. Ich glaube, ich gehe trotzdem mit Robus am besten. Fürs Erste. Ich habe jetzt nicht so viel zur Auswahl. Okay, das wird schwierig. 180 drunter. 300er Cent! Ja, das ist ja erst gut runter reduziert auf jeden Fall. Auch wenn verdammt viel durchgekommen ist. Holy shit. Das ist gar nicht gut. Wir nehmen die Heldenaura, packen die hier drauf. Pegasus aufwerten. Und den King upgraden. Damit er sich regeneriert. Also Damage habe ich genug, aber meine Tank-Frontline ist noch sehr schwach. Das ist so ein bisschen mein Problem. Was haben wir die mal abgegradet? Gehen wir erstmal weiter auf den King. Gehen wir vielleicht auf 15.
Schwierige Kiste. Vielleicht wollte ich auch mal wieder zu viel. Das ist schon nicht ohne. Schade, Bausch hat ihn noch rausgekriegt. Aber es war ganz gut verteidigt, muss man sagen. Alright, 250, ne? Das kriegt man schon irgendwie hin. Die King aufgewertet. Ganz viele kleine Protonen. Magischen Schaden hat er gar nicht, außer aus dem Seetod diese kleinen Teile, die rauskommen. Könnte gut sein für mich. Wir schauen mal. Ja, sieht gut aus. Der weg. Harpien weg. Könnte gerade noch so einen beleben. Auch weg, und der Schamane lebt sogar noch. Das bringt uns erstmal einen guten Vorteil. Und gut, Knete, die ich sofort investieren muss in mehr Upgrades. Ganz wichtige Upgrades. Keine Worker gebaut, bin trotzdem 110 drunter. Das ist krass. Aber liegt auch daran, dass sie halt nichts geschickt haben. Und die immer dick schicken. Und da haben sie nur King aufgewertet. Ah, das wird hart. Wohl nächste Runde schicken wahrscheinlich. Ich könnte wahrscheinlich mit Hexen gut was machen. Oder verkackt jetzt sogar noch. Nehmen den Voreis mit. Gerade für den Metzger, finale Form und das Healing und sowas ist das schon wichtig.
Maulwurf mit rein. Dann hau ich doch lieber noch einen Robo rein. Gucken wir mal. Es kommt hier ein dicker Set von denen. Mit 700. Okay, wir sind beide durchgekommen und er hält sogar. Auch wenn es nur mit einer Harping Queen ist, könnte uns das den Sieg bringen. Und das ist er. Victory. Krass. War ein bisschen komische Strategie, aber hat am Ende gut funktioniert. Zumindest hat es uns den Sieg eingebracht und das ist wichtig. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.